Mandzukic. Mandzukic abgeblockt. In der Mitte war Yunusi. Lukimiam. Toprak. Malander. Malander. Leitner. Rojas. Leitner. Yunusi. Yunusi. Auf Malander. Junior Malander abgewehrt. Rojas ist heute komplett abgemeldet. Definitiv sein schlechtestes Spiel. Mandzukic. Ronny. Immer wieder mit guten Pässen. Uchida. Aber der Pass war ganz schwach, vor allem weil Leitner da nicht hingerannt ist. Vor allem weil ich dahin gedrückt habe. Also Lukimiam gegen Yunusi, das Duell geht weiter. Leitner. Schwach gemacht von Moritz Leitner. Rojas kriegt den Ball noch. Leitner wieder schwach. Dieses Zuspiel. Kann er besser. Und jetzt kommt Dennis Suric. Ter Stegen. Sensationell. Marc-André Ter Stegen. Gegen Benteke und Sturridge. Fast ein Privat-Tor. Wieder Ter Stegen. Jetzt Konterchance. Mandzukic. Schlampiger Ballverlust von Mandzukic. Definitiv ein schwaches Spiel von ihm. Ter Stegen ist da. Riesenspiel von Marc-André Ter Stegen. Leitner wieder am Ball. Malander. Ronny. Was für ein Fehler. Was für ein kompletter Blackout von Ronny. Und dann nutzt er die Chance nicht. Weiterhin. Knappes 2-1. Uchida. Schwaches Zuspiel. Es gelingt nichts jetzt in dieser Phase. Aber da vorne startet Rojas, aber. Einwurf. Jetzt ist das Spiel spannend. Uchida, Rojas, Malanda, wieder Marco Rojas, sprintet mal wieder auf den Flügel, bringt die Hereingabe. Aber abgewehrt. Lukimiam ist wieder da. Seine einzige gute Aktion. Schwach gemacht von Leitner, dass er wieder da nicht hinrennt. Da muss er einfach konsequent auf den Spieler zulaufen und deswegen wird es hier gefährlich. Und wieder, wer außer Marc-André Ter Stegen hält diesen Ball? Was ein Spiel von Ter Stegen. Erstes Spiel und der hält ja fast alles. Ter Stegen. Ecke. Und wieder Ter Stegen. Es ist unfassbar. Und das war's. Aus und vorbei. Ter Stegen rettet den Sieg über die Zeit. Was für ein unglaubliches Spiel von Marc-André Ter Stegen. Sensationell, was dieser Marc-André Ter Stegen hier und heute gehalten hat. Das ist ja der Wahnsinn. Ter Stegen sichert diesen Sieg. Torschützen. Der schwache Mandzukic gegen einen überragenden El Yunusi. Und Benteke, der das Tor gemacht hat. Riesenspiel von Marc-André Ter Stegen. Der hat alles gehalten. Aber genauso wie sein Tschech. Mandzukic sogar noch mit der Vorbereitung. Eieiei, jetzt komme ich aber ziemlich in Bedrängnis, dadurch, dass jetzt Yunusi so ein Bombenspiel abgeliefert hat. Also Respekt. Und da muss ich echt schon sagen, Yunusi hat sich beworben. Oh, vor allem, weil Lukimi im ersten Mal Vertragssuche ist. Ja, ich habe sau viele Verträge, ich weiß. So, Lukimi bekommt einen neuen Vertrag. Und Toprak auch. So. Und zwar im nächsten Part fliegen einmal Junior Malanda raus. Und Lukimiam, ich bleibe bei El Yunusi,
Also, Elyounoussi hat sich noch einmal für ein weiteres Spiel beworben. Das heißt, im nächsten Part ist es zu 100% eventuell das letzte Spiel von Elyounoussi Mandzukic. Sensationell. 21 Spiele, 21 Tore, 5 Vorbereitungen. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.